Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, und zwar nicht nur alleine von mir, sondern auch von einem Kollegen, denn wir machen jetzt hier ein Let's Play Together raus, und zwar von Xandura LP. Hallo. Und ja, damit herzliche Grüße auch an Xanduras Zuschauern oder Chicos und Chicas, wie ich sie gerne nenne. Wir wissen noch nicht ganz so genau, also es ist wirklich jetzt gerade ein extrem euphorische Aufnahme, sagen wir es mal so. Weil wir beide müssen selber erst noch gucken, wie wir was hier am besten deichseln. Und ja, natürlich unsere Selija. Wir sind Stufe 6, haben in der letzten Folge ja schön hochgepusht. Und würde sagen, wir steigen damit jetzt erstmal direkt ein. Spielen! Er hat mich eingeladen. Wir müssen also gucken, ob ich jetzt auch ihn finde, weil wir sind unterschiedliche Server, lustigerweise. Und da müssen wir kicken, aber normalerweise müssen wir uns ja finden, wenn wir in der gleichen Freundesliste drin sind, sollten wir ja uns eigentlich finden. Müsste eigentlich machbar sein. Und was hat dich eigentlich dazu gebracht, Guild Wars 2 so zu spielen? Guild Wars 2, das war eigentlich ja von einem Kumpel aus, der hatte mal so gesagt, ich soll mir mal Guild Wars 2 holen. Da dachte ich mir so, ne, Guild Wars 2 hat immer dann irgendwie 30 Euro gekostet, 40 Euro. Und dann kam dieser Moment, wo Guild Wars 2 Geburtstag hatte, also Anniverse, und da war es halt dann 50 oder 75% billiger. Ich dachte, komm, kaufst du die einmal. Und ja, so kam ich halt zu Guild Wars 2. Wie ist das bei dir so? Ich hab, wenn ich so generell keine Computerspiele oder so spiele, ich hab damals Dungeon Siege gezockt und ich fand's mega lustig. Dachte mir, ey, du brauchst nochmal so ein Spiel, und dann habe ich halt, aber weil es halt WoW nicht und die ganzen LOL und sowas, war irgendwie nicht so mein Style. Und dann habe ich halt hier Guild Wars 2 halt mal so kennengelernt, so von Game One aus, und habe ich mir hier und da mal so angeguckt und sowas. Da habe ich echt ganz spontan entschieden, okay, komm, wir machen jetzt mal, kaufen es mal. Und es hat tatsächlich auf meinem Billigrechner funktioniert und sowas. Und jetzt habe ich halt meinen neuen Computer und dachte ich mir, kannst auch gleich mal ein Let's Play davon machen. So, jetzt muss ich dich natürlich finden. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt markiert habe irgendwie auf der Map. Ich weiß, normalerweise habe ich gesagt, wir wollten die schwarze Zitadelle mal begutachten, aber dadurch, dass wir jetzt natürlich hier was zu zweit machen wollen. Ja, ich sehe dich! Ich sehe dich auf meiner Karte. Ich sehe dich auf meiner Karte. Oh Gott, schnell weg. Schnell weg. Fick dich. Also man muss auch sagen, wir sind das erste Mal auch zusammen mit am Labern. Weil wir wirklich, er hat mich ja bei YouTube angeschrieben, ey, möchte ich mitmachen? Da hab ich gesagt, ey, cool. Ah, hier springe ich! Cool, jetzt habe ich herausgefunden, wie man springt. Okay, warte mal, du bist hier irgendwo. Ja, ich bin. Da, ich hab dich gesehen. Da! Yay! Schönes Ding. Mal weg. Ein bisschen näher ran. So. Wie siehst du denn aus? Bist du ein Magier? Ja, ich bin ein. Irgendwas mit M war das. Warte mal. Motherfucker! Mit Misira oder sowas war das. Misira, okay. Bist du männlich? Ja, du bist männlich. Ja. Ich finde die männlichen Chars voll hässlich. Aber gut. Können wir eine Liebesgeschichte anfangen. Also geht das hier in diesen Spielen? Nein, geht nicht. Weil in vielen Spielen gibt es das und dann gibt es halt so prozentual Bonis. Okay, cool. Ihr musst die Kühe musst du so antipsen, dann laufen sie rein, dann kriegst du halt da, kannst du halt dann schaffen. Aber die meisten Leute schaffen das hier schon für dich. Wo sind denn die Kühe? Da sind Kühe. Ach, die sind draußen. Lauf! Ja, du musst eigentlich im Endeffekt nichts machen, du musst im Endeffekt einfach nur nebenstehen. Dann sieht das so aus, als wenn du was machen würdest, und das bringt dann was. Das ist das Lustige daran. Na los, weiter mit dir. Ach stimmt, ich mache ja Klone von mir. Ich habe vergessen. Ich denke mir so, warum kommen da die ganze Zeit irgendwelche Leute, die so aussehen wie ich? Super. Dann habe ich mich wieder erinnert, meine Klasse macht ja Illusionen.
Das ist manchmal so praktisch. Aber macht dein Klon auch Schaden oder bist das nur du, der Schaden macht? Nee, die machen auch Schaden. Das ist ja geil. So, hat der irgendwas Interessantes für mich eigentlich? Verkauft dir etwas? Holzbogen habe ich mir, glaube ich, gekauft, aber ich habe ja mächtigen Langbogen, habe ich ja jetzt. Ne, diese Dreiecke, die du da kriegst, die sollst du am besten sparen, weil die werden später nützlich sein. Ja, so also ein bisschen, ich habe ja schon mal einen Account gehabt, aber der ist jetzt Level 27, habe ewig nicht mehr gespielt. So, ich weiß nicht, wo du hin müsst, deswegen folge ich jetzt erstmal dir, weitgehend, und helfe dir bei deinen Quests erstmal. Warte, ich weiß auch nicht mal, was ich machen muss. Ja, du musst zu dem Herzen gehen irgendwie immer. Und er hat sich halt auch dafür einen Char zu nehmen, weil wir halt uns erst viel später zusammen hätten spielen können, weil man erst viel später zu diesen Transportdingern kommt. Was ist denn das da hinten? Da ist irgendwas rot. Da hinten läuft irgendwas Rotes entlang. Was ist denn das? Commander, das ist ein kleiner Mini-Boss. Wollen wir den machen? Können wir gerne machen. Okay. Ich weiß nicht. Den. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schrotten, wenn ihr was anderes mal sehen wollt, wenn ihr sagt, ey, könnt ihr mal die und die Mission machen oder könnt ihr nicht einfach mal nur durch die Gegend laufen? Pipapo. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schrotten. Ne, warte mal. Warte. Das ist irgendein Typ, der in Rot ist. Hä? Okay, interessant. Vielleicht ist der irgendwie andere Fraktion oder sowas oder ein Feind oder sowas, keine Ahnung. Kommandeur. Ne, das ist irgendeine Einsatztruppe. Okay. Okay. Gut, dann lassen wir das erstmal, wenn es ein anderer Spieler ist. Das wollen wir noch nicht machen, das können wir auch irgendwann mal machen. Also wir sind da echt frei offen für alles Mögliche. Wie gesagt, das ist echt eine krasse Pilotfolge, weil das wirklich alles jetzt irgendwie nur, komm, wir gucken mal. Mhm. Daher, ja, verzeiht uns, macht's besser. Hui. Aller Anfang ist schwer, sagt man doch so schön. Ja, ich finde das toll. So, was mache ich? Besiege die Flammenlegion und entschärfe mit, ja, die Bomben. Ja, machen wir es mal. Hier, du machst einfach mal Flammenlegion und ich entschärfe die Bomben. Dann geht es ein bisschen schneller, damit du ein paar Levels sammeln kannst. Jetzt will ich natürlich gucken, wo haben wir denn hier ein paar Bomben liegen. Senra Ral. Was ist das denn für eine? Das ist eine andere Spielerin. Ach, guck mal, wie ist die süß. Aber hübscher Account. Joa, ja, nicht schlecht. Das Tolle ist, die meisten Sachen hier, die sind im Prinzip Accounts gebunden. Das heißt, schaltest du irgendwas mit dem zweiten Charakter frei, der schon Level 90 ist, beispielsweise. Dann kannst du es mit deinem Charakter Level 1 auch ausrüsten. Okay. Ach, deswegen heißen die mal charaktergebunden, diese Gegenstände. Jetzt verstehe ich. Ich frage mich jetzt noch, was soll das denn heißen, Charakter verbunden? Oh, hier, der hat einen Item, musst du einsammeln. Wegen Scheiß kannst du erstmal gebrauchen, Alter. Wo bist du denn? Da, hier, direkt neben dir. Da steht doch was. Durchsuchen. Ne, Loot ist unterschiedlich. Ach so. Man kriegst zum Loot. Klauen, Scheiße. Ich brauche einen besseren Rucksack, weil es ist bei mir voll. Techniker Marinus. So, wir entfernen uns, glaube ich, wieder ein bisschen dem Ziel, wo wir eigentlich hin sollten. So, ich habe eine andere Waffe ausgerüstet, die ist ja Jahresbreiten besser als meine. Normal ist der Mesira, so hieß der. Normal ist das eigentlich ein Nahkämpfer. Beziehungsweise kannst du auf Nahkampf bauen. Mhm. Aber ich bin ungern der Nahkampftyp. Normalerweise spiele ich eigentlich eher den Nahkampftyp. Dicke Waffe, dickes Schild. Aber da ich das immer spiele, habe ich mir echt bei hier mal gedacht, komm, du bist selber ein Bogenschießenverein. Oder warst ein Bogenschützenverein. Du findest halt Tiere super geil. Also nimmst du diesen Waldläufer hier. Und wie gesagt, auch Dark Souls habe ich den ersten Account, das war bei mir eher ein Tank als alles andere. Aber ich bin Plüschi scheiße, ich brauche ein anderes Tier. Plüschi? Ja, achso. Dann. Er ist Plüschi. Er ist Plüschi. Bei dir kommen so schön Schmetterlinge raus. Was ist denn jetzt los? Ich bin verwirrt. Ich krieg aufs Gesicht. Ihr Hübsches. Hallo. Juhu. Ach, jetzt kann ich den looten, warte mal. Zerbrochene Klauen. Oh, da komme ich auch nur. Hoppala. Zerbrochen unbedingt.
Was war das denn? Ich hab genießt, tut mir leid. Ey, komm mal her, weißt du, was man ausprobieren muss? Oh Mist, jetzt die Kanone benutzen? Ja. Hab ich gerade. Scheiße, verdammt, ich dachte, ich könnte die reinlegen. Jetzt mal sehen, wie das richtig geht hier. Maschinengewehr! SMG, Alter. Ja, SMG. Ja, das ist eine Waffe. Das wäre so cool, wenn die einfach so ein MG hättest, Alter. Sowas kann man ja ähnliches als Ingenieur haben. Ja. Aber das ist auch eine sehr schwere Klasse zu spielen. Innen haben wir noch was. Gucken wir mal hier. Diesen Fall kapiere ich irgendwie nicht. Ich schieße den, dann bin ich unsichtbar und keiner sieht mich mehr, oder was ist das? Das bringt mir herzlich wenig. Ja gut, wenn du... Neues Event in der Nähe. 6 Waffenteile gestohlen. 0 von 6 Waffenteile gestohlen. Das müssen wir jetzt verteidigen, oder was? Oh, du hast die andere Mission schon gemacht. Nee, die ist automatisch. Es gibt ja diese 3 Missionen. Questgebundene, freie Mission, diese Events. Das ist halt so ein Event, das kommt immer und immer wieder. Das Gedönse. So, ein schönes Level Up. Perfekt. Wenn du damit fertig bist, dann sprich den Typen an, dann können wir hier hinten bei dem Event mitmachen. Mit welchem Typen? Ja, mit dem Typen, den du den Auftrag hattest, weil du kannst ja auch mal wieder Sachen kaufen. Hier und da hat er noch mal wieder interessante Sachen dabei. Achso, nee, die sind schlechter. Können jetzt auch hier beim Event mitmachen. Ja, gut, dann machen wir beim Event. Was ist das denn? Netzsturm, wieso ist denn der gelb? Ach, was ist das denn? Netzsturm? Das ist eine Waffe hier. Ich sehe es auch gerade zum ersten Mal. So, ich sehe nichts und davon viel. Das ist gut. Hier ist es schon so viel los und dann kommst du mit deinem scheiß Klon um die Ecke oder was? Was ist mit dir falsch? Piss dich. Bam, Alter. Die Klone sind geil. Oh, 7. Bam, ins Gesicht, Alter. Was haben wir noch hier? Suchen. Ja, winzige Ritualtasche. Juppie. Ich mag Ritualtaschen. Winziges Totem, Handwerksmaterial. Okay, das sehen wir uns mal auf, aber meine Tasche ist schon wieder voll. Ich habe eine dicke Waffe dabei, die kann ich aber noch nicht führen. Weil mir noch ein Slot fehlt. Bei den Arten. Das. Hm? So. Manchmal ist es echt komisch. Mhm. Es irritiert mich, dass du so ein großer, brutaler Typi bist und dann kommen da Schmetterlinge aus deinem Zauberstab raus. Ja, das ist doch putzig. Du bist nicht putzig! Du bist eine Kampfbestie! Okay. Coolio, 5 von 6, Alter! Es sind schon 5 von 6 Waffenteile gestohlen. Ach so! Stimmt! Wir sind ja doof! Ach, ist das bescheuert! Ah, das ist meine Waffe wieder, mein Ding ist unterschreiben. Kacke! Wir hätten auch hier reingemusst, wie Idioten! Scheiße! Das war mehr als dumm. Super! Das war hochprofessionell. Scheiße, schon wieder eine Lichtleuchte runtergeklatscht. Okay, gut. Ja, PP. Wo jetzt hin? Oh, wie süß, also, du sitzt hier. Hallo. Ich hab hier noch ein. Ich muss hier eine Quest machen, so. Ich hab dieses Herz da noch. Ja, dann mach das. Komm ich gleich mit. Das wird die Fremdenlegion. Viel Glück beim Verteidigen. Okay, wo bist du? Da hinten bist du. Was bist du denn für einer? Ein Boko! Was ist denn das für ein Vieh? Boko? Ja, hier. Scheiß Ding. Okay. Wiederbeleben. Ah, das ist noch ein Hunter. Also so ein Jäger, was du bist. Waldläufer! Du musst leben! Und da lebt er wieder. Scrubs ist ein Scheiß gegen mich. Baller. Du musst schießen. Danke. Die spawnen auch sehr schnell. Hä? Dieses hässliche Teil. Ja, kein Problem für mich. Mach ich so, mal so fertig. Nebenbei. Okay. Sieht ja relativ flott hier gerade. Entschuldige für meine Zuschauer, die müssen natürlich jetzt, wir müssen jetzt immer auf den gleichen Standpunkt halt kommen, bevor wir jetzt uns den neuen Quest lösen können. Wir wissen auch nicht, ob wir jetzt immer die ganze Zeit zusammen, also ich hätte eigentlich schon Bock, immer zusammen das zu machen, aber wir haben halt natürlich unterschiedliche Geschichten.
Weil er hat. Ich weiß nicht, welcher Legion du angehörst. Ich hab's so umgemacht, dass ich ungefähr das gleiche hab wie du. Okay, also bist du auch der Asche-Legion beigetreten? Genau, Asche und die Mutter. Nee, nicht. Die, doch. Der Vater. Der Vater. Weiß ich gerade gar nicht. War das die Priesterin? Meinst du den Vater Gladium oder was? Der Verräter? Nee, warte. Irgendwie die Person, zu der man aufsieht. Ach so, dein Trainingspartner. Meine ich doch. So. Ja, winzige Tortasche. Passt nicht rein! Nein, Inventar ist voll. Okay, wolltest du jetzt noch weitermachen oder? Nee, ich muss da hoch. Gut. Ach, noch mehr Pusche? Da ist Pusche. So, perfekt. Pusche habe ich gerne früher geguckt. Was ist das? Das ist eine Kinderserie, wo ein Eichhörnchen mal von der Katze aufgezogen worden ist und deswegen irgendwie so den Menschen vertraut ist und sowas. Ist halt ein Weib zu anderen Eichhörnchen gekommen und die haben ihn halt dann irgendwie aufgenommen oder sowas, keine Ahnung. Huch, was kann ich denn mit denen belabern? Sprechen. Ihr habt eine Frage? Willkommen in der Rüstkammer im Willkommen in der Rüstkammer von Rauchheim. Wir fertigen hier eine ganze Menge an. Ich hab's heute wieder mitgelesen. Willkommen in der Rüstkammer von Rauchheim. Wir fertigen hier eine ganze Menge, auch große Sachen, die Bumm machen. Was ist denn das für ein Satzbau? Ihr habt nicht zufällig in der Nähe die Flammenlegion gesehen, oder? Die Flammenlegion, was wollen die hier? Sie werden übermütig und wagen sich bis an unsere Türschwellen vor, um uns in die Suppe zu spucken. Die spinnen doch. Ich weiß nur, dass wir Befehle haben, sie zu vernichten, sobald wir sie zu Gesicht bekommen. Was kann ich tun? Wenn ihr noch da seid, wenn sie angreifen, dann helft uns doch aus. Wir haben diese Geschütztürme. Ihr könntet ja einen bemannen und sie eben unter Beschuss nehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ein wenig üben. Ich brauche keine Übung. Vielen Dank. Okay. Aber wahrscheinlich müssen wir hier irgendwie schützen, dass es nicht geklaut wird oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Rüstungsmeister. Maschine. Teile kommen rein, Waffen gehen raus, die Zahnräder rattern und meine Arbeiter produzieren Massenab Waffen für die Legion. Riecht ihr das Öl und den Schwarzpulver? Ja. Lana Drachenherz, Event. Nein, Lana Drachenherz. Entschuldigung. Ihr würdet nicht wagen, zwischen euch und den Geschützen zu stehen. Aber es rumst doch ziemlich. Passt auf, wo ihr hinschießt. Mach ich, vielen Dank. Jetzt muss ich die erstmal wieder finden. Ich habe hier mal ein bisschen gerade gekickt. Hui! Folg alles, was blau ist. Ich bin blau. Oh, welche Farbe bin ich denn? Nein, mit blau meine ich mein Zustand. Ja, welche Farbe bin ich dann? Blau. Oder hellblau. Oh, Cyan! Ist mir auch egal. Was ist mit Amethyst blau? Oh! Leck meine Füße. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Hier war ich glaube ich als erstes. Ich wollte immer ganz gerne diesen großen Spacken heraus. Der gibt immer seit Schotter. Ich kann gegen den nicht kämpfen. Aber da gibt Fertigkeitspunkte, wenn man den einmal besiegt. Ja. Kanone. Das ist sehr schön. Das steht da sehr schön. Was haben wir hier? Verwenden. Wow! Ich bin. Diese Spezialeffekte! George Clooney ist ein Scheiß dagegen. Was ist denn jetzt hier los? Da passiert ja gar nichts. Das dauert immer, bis die geladen ist wieder. So. Das war ein schönes Level Up. Da passiert nichts. Oh, was ist denn hier los? Juhu! Hallo! Hallo! Ich kann gegen die nicht kämpfen, das ist unfair. Ganz in Schwarz. Juhu! Was denn? Ihr werdet in der Nähe! Ich mach mit! Ich mach mit! Maschinengewehr! Oh, ich krieg dein rotes Tier an, Entschuldigung. Das Füße in Ruhe. Ja, das war gerade so ein Ding.
Was gab's? Aber bringt mir rein gar nichts mehr. Ich glaube nicht mal von EP bringt mir das irgendwas. Also wie kann ich jetzt ins nächste Gebiet? Okay. Also zum nächsten Dings weiter. Boah, du bist schon Level 4, Digga. Start los. Das geht schnell. Und das nach einer... Na, keine Ahnung, was Stalos damit zu tun hat. Jump. Kann man da runterspringen? Jump, ja. Jump. Ah, ja, kann man! Au. Geil. Das ist super. Scheiße. Zum Glück bin ich... Was ist jetzt los? Ja, ich will zurück. Ja, jetzt musst du wieder hochlaufen. Ja, ich kann nichts machen. Ihr seid besiegt. Achso, ich muss draufklicken. Zu dem hier bitte. Ja. Scheiße. keiner gesehen! Schneiden wir raus. YOLO! Du, warum sind eigentlich alle... Warum sagt eigentlich keiner mehr YOLO? Weil die alle tot sind. So. True Story. Oh ja. Jetzt habe ich ihre Mutter beleidigt wahrscheinlich. Ah, die arme Katze. Herr Woll hat es nicht anders verdient. Sag mal, wo bist du denn jetzt, Digga? Ah, genau, wo du diese Ausweichrolle machen musst, so ein Scheiß da halt, ne? Da hinten, ne? Nein. Ausweichrolle. Keine Ahnung, ich... Doch, da ist eine Ausweichrolle. Da war ich, da war ich, hab die Ausweichrolle gemacht, wollte in die Kiste gucken, auf einmal kam ein anderer und hat die Kisten, hast die Kiste entleert. Ich konnte nicht mehr ran. Au. Ha, Block! Schon gut. Meine Kiste, danke. Ich kann auch nicht mehr zugreifen irgendwie. Ich kann nicht mehr ran. Weißt du, was war denn da drinne? Ich hab nothing bekommen. Achso, man kriegt generell gar nichts. Ja, gut, dann. Ah, stimmt, ich muss das jetzt machen. Hä? Das ist ja merkwürdig. Wieso bewegt sich der Lichtschein hier? Der müsste doch eigentlich die ganze Zeit auf einem Punkt sein. Warum bewegt er sich? Ah, ich bin verwirrt. Oh, wie episch. Oh, jetzt muss ich warten, bis die Truhe resettet ist, weil ich das so früh gemacht habe. Ich doof. Das Problem ist, die resettet sich nicht. Bei mir ist auch ewig offen. Es geht eigentlich, glaube ich, nur darum, um halt die Rolle zu lernen. Ich glaube, für was anderes ist das echt nicht gut hier. So. Okay. Resetten tut sich das nämlich nicht. So, ich lasse dir mal die ganzen Gegner und ich werde mal die anderen wiederbeleben. Das bringt dir nämlich auch genauso viel. Yeah! Dann leveln wir nämlich jetzt gerade mal ein bisschen schneller. Speed leveln. Ich hab nichts gegen Boost-Accounts, Holder. Ich hab nichts gegen Spieler, die boosten online. Im Gegenteil, Mann, ich lieb den Scheiß. Doch so viele von den Noobs gehen und kopieren den Scheiß. Ja. Aufstehen! Und direkt wird er angegriffen. Was ist das denn? Ja, so macht man's auch. Dann kannst du ihn direkt wiederbeleben. Sieht alles doppelt. Vor allem sind was sind das? Level 3 oder sowas und kriegen nichts geschissen. So, was haben wir denn hier hübsches? Stück Wildfleisch! Oh nein, ich kann's nicht... Nein! Inventar! Kacke, was habe ich denn hier? So, was ich nicht brauche. Ja. Doppelklick, um dies auf einen Gegenstand mit einem freien Aufwertungsplatz. Ah, ich kann jetzt... Okay, cool. Hab jetzt noch einen alten Bogen. 4. Oh, der hat Stück Fleisch. So, einen Lorbeeren habe ich gefunden hier. Lederbeutel, Account gefunden. 4 Plätze. Wie 4 Plätze? Ja, dann hast du, wenn du drauf, Rechtsklick draufklickst und den Arzt. Wikeser! Stahl los! Was ist das denn hier? Zum Öffnen Doppeltick enthält eins der folgenden Gegenstände: Stein der mystischen Schmiede, Schwarzlöwen, Truhen, Schlüssel. Transmutationsladung, Kiste voll Spaß, Kaufmannsexpress, Barkzugriffsexpress, Schwarzlöwen Wiederverwertungskit, Handelspostenexpress, Sofort Reparaturkiste, Kister steht da, oder Wiederbewegungs. Dann klicken wir mal drauf und wir haben 26 mal Schwarzlöwen Wiederverwertungskit. Doppelklick und wählt einen Gegenstand im Inventar aus, den ihr wiederverwerten möchtet. 100% Chance. Verstärkt Zurückhaltung. Zurückzuerhalten.
50% Chance auf seltene Material. Das heißt, ich könnte jetzt dieses mächtige Eisenschwert eigentlich benutzen, um es zu zerstören und was Besseres zu kriegen, oder wie? Ja. Aber ich habe noch eine urheilvolle große Dampfklinge und den mächtigen Eisenschwert. Eisenschwert zieht weniger ab als die Dingens. Was hast du denn jetzt vor? Hörst du ab, oder was? Ja. Achso. Ich pack grad schon mal zusammen. Okay. Na, diesmal kann ich dich nicht fahren, ne? Ja, ist schon gesagt, du bist hier gerade am Aufnehmen. Richtig, jetzt hätte ich mir früher was sagen müssen. Weißt du was, ich werde das mal mit den Streitkolben versuchen, weil ich mag eh keine Streitkolben. So, wir haben Kupfererz bekommen. Ja, nette Scheiße. Okay. Willst du dann Inventar leerer haben? Ich bräuchte einfach eine größere Inventarkiste, das wäre vielleicht praktisch. Ja, aber ohne die Sachen zu zerstören, meine ich. Wie soll das denn gehen? Willst du cheaten oder was? Ja, es ist was ähnliches. Dann lassen wir's. Klick mal auf die meisten Sachen, Rechtsklick. Und dann steht Material lagern. Dann geht's automatisch ins Lager. Ach so, das ist ja kein Cheaten. Es ist aber sowas ähnliches. Du hast es dann trotzdem, aber es ist nicht im Inventar. So, wir nehmen jetzt mal wieder. Und dann kriegst du halt immer Inventarplatz. Nee. Mit solchen schmutzigen Tricks arbeiten wir erst gar nicht. Jedenfalls nicht dann, wenn ich aufnehme. Achso, okay. So, wir müssen eine Weise gehen. Richtig. Ich muss hier hoch. Oh, da. Achte Flammenlegion-Typen. Jo. Muss ich alleine machen. Ganz allein. Voll rum. Tue ich das schon. Aua! Das lassen die auf mir sitzen. Schmeiß weg. Ja, aber mach ich doch. Setz dich fest. Geschmeidiger Holzstab. Oh. Schmeiß weg! Heute ist nicht mein Tag. Brauchst du einen geschmeidigen Holzstab? Wenn du mir die Werte sagst. Gleich. 154 zu 173 Präzision plus 9. Zwei freie Aufwertungsplätze. Ja, nehme ich gerne. Gut, nehme ich mal mit. Dummer Geschützturm. Stirb. Versperrt, willst du mich verarschen? Oh, kommst nicht durch? Nein, ich wollte auf den Typen ballern. Bonus! Plus 8. Soll ich suchen? Zerbrochene Klaue. So macht man's. Ja, die müssen immer dann rummehren, wenn ich anfange aufzunehmen. Das ist das Problem. Das ist immer so, die wollen erst dann was von dir, wenn man gerade halt beschäftigt ist. Richtig. Wo bist du denn jetzt? Da oben bist du. Oh, du hast einen Elementartyp, bitte Dödel. In dieser Richtung befindet sich ein unerforschtes Gebiet. Ach, was? Oh yeah, Fischerin. Wiederbeleben. Oh Gott, was machst du mit... Alter, was stellt mein Charakter mit dir an? Hä, was ist das denn? Wieso befindet sich ein unerforschtes Gebiet? Wenn ich darauf zugehe, verschwindet es. Ja gut. Das ist dann... Hä, was ist denn jetzt... Was soll ich denn jetzt hier? Das zeigt mir die ganze Zeit hier an, als hier was ist. Aber hier ist eine Mauer. Die Mauer muss weg. Scheiß. Wenn ich jetzt weggehe, dann sagt er mir hier, in diese Richtung befindet sich ein unerforschtes Gebiet. Na, wahrscheinlich oben drüber oder sowas, keine Ahnung. Komm, Arschlecken. Schinken. So, pass mal auf, wie kann ich dir jetzt eigentlich noch was geben? Ich möchte mir voll in die Fresse hauen. Darf ich dir eine mitgeben? Ich drücke auf die drauf. Passiert nichts, Rechtsklick, passiert auch nichts. Geht glaube ich gar nicht. Melden, blockieren, Freund entfernen, Nachricht senden, aus Gruppe entfernen, flüstern. Macht keinen Sinn. Flüstern, Gruppe, Freund entfernen. Ich muss dir auch irgendwie was zusenden können. Vielleicht über Nachricht. Warte mal, ich nehme mal, ja, entweder über Nachricht oder ich versuch's mal auf diese Art und Weise. Über Nachricht. Wird's gehen. Warte mal kurz. Ich kann dir das nicht zugeben, okay. Warte mal, über Nachricht muss ich dann gucken. Nachricht senden. Ah ja, hier kann ich auch Items einbauen, wie es so aussieht.
Das würde jetzt auch rein theoretisch auch Sinn machen. So. Senden. Nachricht erfolgreich gesendet. Annehmen. Ich hab Post! Woo! Ich muss dran denken, noch die Schnürsäcke in den Stiefel zu wechseln vor Samstag. Oh, jetzt sind meine Skills wieder anders, verdammt. Okay. So, viel Spaß damit. Ja, wegen Samstag, dann müsstest du nochmal am Freitag nochmal direkt unterhalten. Oh, cool. Ich bin ja auch irgendwo Freitag auf Samstag hier. Dann wäre ja Schwachsinn. Oder nicht? Ja, stimmt, du bist ja so am Freitag dann Abend eh hier, ne? Ja, nämlich, es wäre ja auch bei uns. Ja, ich weiß, dass es bei euch offen ist, aber du kommst trotzdem am Freitag dann hier runter. Ja, yeah, ich komme Freitagabend dann hierher. Ja. Ich werde gucken, dass ich ein bisschen früher abhauen kann. Dann stehen wir nämlich um 7 Uhr auf und sind ungefähr um 8 Uhr, um 9 Uhr dann bei meinen Kollegen. Dann holen wir sie ab. Was ist das denn für einer? Ah, Low Bob. Easy. Ja, also wir sind mit meinen Leuten da verabredet zwischen 11:30 und 12. Ja, aufnahmen die erst um 12, also von daher. Ja, aber das öffnet nicht. Ist hier lang. Eine riesengroße Fläche. Und ein bisschen Kontext drum rum. Das ist hier nicht ein Gebäude oder so. Ja, es ist mir auch bewusst. Aber die Stelle machen halt erst bis 12 Uhr. Oh ne, jetzt hab ich auch diesen doofen Fehler. Ja, du musst es ja eh mal. Also von daher, wir werden das schon sehen. Wir sonst unterhalten uns dementsprechend halt nochmal. Ja. So, wieder zurück zum Spiel. Ich habe mich jetzt wegen Japan-Tag nächste Woche gerade nur unterhalten müssen. Okay. Da kann ich eh nicht hin, ich muss arbeiten. Ja, das gleiche Problem habe ich auch. Aber ich gehe nicht arbeiten, mach es duster. Oh, geschmeidiger Holzstab. Was habe ich dir dafür gegeben? Du hast mir einen präzisen geschmeidigen Holzstab gegeben. Ja, präziser geschmeidiger Holzstab. 154, 173 habe ich dir gegeben, ne? Ja. Habe ich nämlich noch einen. Plus 9 Präzision und 2 Aufwertungsblitze. Na, ja. Gleiche, ja, dann lassen wir den liegen. Bei 11. 11, die dünnste Dinger ist jetzt auch nicht gerade die Welt. So, was müssen wir jetzt eigentlich gerade machen? Ich muss hier hoch ins nächste Gebiet. Ja, bis Freitagabend. Jetzt muss ich auch mal kurz gucken, wie komme ich jetzt ins nächste Gebiet rein überhaupt. Tschüss. Tschüss, Fremder. Er hat Tschüss, Fremder gesagt. Tschüss, Fremder. Das ist auch ein schöner Name. Ich kenne den Namen nicht. Das ist der Slay. Ab und zu auch auf dem Kanal zu sehen. Okay, damit sind wir wieder alleine. Das heißt, ich kann nachher wieder ordentlich auf meine Seiten rumgurken. So. Ich versteck mich. Eigentlich wollte ich doch mal die schwarze Zitadelle begutachten, aber jetzt gehen wir erstmal ins nächste Gebiet. Komm. Vor allem, weil es dann ein schönes Event gibt, so ein Gruppenevent gibt. Wo sind die schwarze Zitadelle? Genau in die andere Richtung. Ach so. Dann können wir zur schwarzen Zitadelle. Oh, bist du denn? Da bist du. Ja. Oh, das ist ein Boss. Gefallener Verbündeter. Also, ne, ist Verbündeter, ist egal. Der kann sterben. Oh, wir sind jetzt schon Level 6 hier. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wie viel Schaden machst du pro Hit? Ich sehe das ja nicht. 58, 61, 64. Ernsthaft? Ja. Boah. Alter Schwede, ey. Ich glaube, ich brauche irgendwie Schaden. Du hast einen Schaden. Entschuldigung. Den habe ich auch. Ja, bleibt in der Nähe der Welpen des Schrottkriegstrupps und haltet die Geister fern. Ja, wir kommen wieder hoch. Mit einer Menge Fantasie. Ach, da hinten, andere Richtung. Weißbrot! Spongebob! Wuhu! Komm her, Ascalon, Bauern! Bauer Level 7! Was ein Bauer? Ich bin zu hübsch und zu stark. Komm ich jetzt hier hoch? So. Okay! Perfekt! Ja! Bronze nur. So, jetzt kann ich mir hier eine präzise geschmeidige Holzfackel suchen. Oder halt präzises Eisengroßschwert. Ich nehme das präzise Eisengroßschwert, würde ich sagen. Platz für Begleithandwaffe freigeschaltet. Waffenfertigkeit 4 freigeschaltet. Sehenswürdigkeit. Belohnung, nächste Stufe annehmen. Willst du auch ein Bier? Guck mal. Meine Hand. Was? Meine Hand.
in der Waffe. Ich weiß nicht, sieht man das? So ein bisschen, ja. Das ist eine kleine Bierflasche. Jetzt sehe ich's, ja, Tatsache, geil. Auf jeden Fall. So, warte mal, ich habe irgendwas mächtig viele Sachen freigebasht. War das bei H? Ausrüstung, so. Jetzt kann ich eine andere Waffe noch mit dazu führen. Das heißt, ich kann eins meiner drei Schwerter benutzen. 169 zu 187 oder ich nehme halt wirklich den Linhai. Kann ich gar nicht benutzen. Kann ich auch nicht benutzen. Kann ich gar nicht benutzen. Wieso kann ich denn die Geldhandwaffe nicht benutzen? Diese kacken dreisten Biester, Alter. Leute, ich kann die Waffen nicht reinklatschen. Jetzt habe ich so viele tolle Waffen und ich kann sie nicht benutzen, oder was? Das ist unfair. Erforderlich die Stufe 9. Habe ich doch. Stufe 7. Ja, ich weiß. So, warte mal, was war das denn jetzt, wenn ich das hier mache? Irgendwas anderes. Ich bin aber Bogenschütze, also bleibt das Schwert erstmal außen vor. Gut, ich weiß nicht, was eine Begleithandwaffe sein soll, wenn ich das nicht benutzen kann. Oh, ich schlage aufs Maul. Waffenwechsel brauche ich, ach so. Aua! Aua. Aua! Aha. Weiter doch jetzt! Auf zu gucken! Ich bin gleich tot. Bam, bam. Schieß weiter, hör auf, nur einen Pfeil auszuballern! Danke! Nishi macht hier gerade alles für dich, du Lappen. Baredas Armee wurde zurückgetrieben. Ach, stimmt doch. Sag doch, dass ich einen Eigenheal habe. Hab ich total vergessen. Oh, ich habe ein neues Ding. Kurzdistanzschutz. Komm. Oh, was? Geil, damit kann ich die Leute so zurückkatapultieren. So. Ich kann auch was, guck mal, warte. Jetzt stehe ich hier, ne? Siehst du das? Jetzt stehe ich hier. Oh. Und das macht zu 100% einen Verbündeten. Katze mal die ganze Zeit an die Pizza Shuttle machen. Ich muss mal kurz die Pizza Shuttle in Sicherheit bringen. Oh, ja, machen wir einfach mal hier, dann komme ich besser ran. I dream some dream. Which open dream, I see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ey, wieso mach ich keinen Schaden? Das ist unfair. Ich hab dir auch ein super geiles Ding gegeben, hab ich dir das doch, hab ich dir doch. 43, 44. Ich mach 45, 45. 10, 14 Schaden. Wow. Du bist echt eine Hilfe. Okay, ich mache dafür Blutungsschaden, Verbrennungsschaden, Crit-Chance erhöht und Machtschaden. Ja, siehst du, gleich so raus, Digga. Zerschmettern. Farmville registriert. Was willst du jetzt für eine Farmville? Schnauze. Oh, hat das wehgetan. Ich muss mal mit den Typen sprechen überhaupt. Also nicht einmal mit diesem Typen erstmal gesprochen, aber Hauptsache fertig machen. Geht da hinein und kämpft. Will sich kämmen zwar die Ruinen, aber die Geister kommen immer wieder. Und diese und unsere Fackeln brennen auch nicht ewig. Ah ne, es ist eine Frau. Entschuldigung. Okay. Brylan Tiefsinn, was macht ihr hier? Wir haben Befehl, die Geister zu vertreiben und diese alte Weingut zurückzuerobern. Das wird ganz schön hart. So wie mein. Aber wird es schwierig. Hier gibt es jede Menge Geister. Elementare, ab und an sogar Harpien. Und sie alle töten Eindringlinge. Was macht sie mit dem Wagen auf sich? Was soll ich dagegen tun? Vernichtet jeden Geist, den ihr seht. Sucht nach Artefakten und tötet alles, was kein Char ist.
dieses Land wird wieder uns gehören. Verraten wir noch einmal, wer ihr seid. Warum wird es schwierig, Weinberg? Wer schätzt sich nur schon darum? Ich habe da diese Theorie. Wenn wir alle Gegenstände, an die sich die Geister von früher erinnern, entwenden oder kaputt machen, dann kommen sie irgendwann nicht mehr zurück. Also zertrümmert alles, was ihr seht. Klingt nach etwas, das ich tun kann. Ja, ist noch machbar. Sag mal, willst du einfach die Fresse haben, Chico, oder lässt es jetzt mal sein? So, gleich kommt die Gamer vorbei. Gamer sag ich schon. Peter. Was willst du? Ich stand da nur hier rum, du blöder Schützenboge. Schützenbogen, nicht Bogenschützen? Nee, das wäre zu einfach. So, ah, dann hat keiner gerechnet, dass ich jetzt Schützenbogen sage. Erhöhte Position. Bam, 70, Alter. Durchsuchen. Wow. Machst du viel Schaden? Okay. Fast fertig sogar. Oh, ich bin schon Stufe 7. Digger. Ich bin gleich Stufe 6. Bam! Nein, Schuss, Alter. Hände Fresse! Junge! Was hat deine Mutter, Alter? Yay. Oh, Wein! 60 Bronze und 120 Glück. Händler freischalt, annehmen. Was haben wir denn hier für Gegenstände so an? Oh, gibt hier kleinen Schlemmkumpel, Kacke. Natürlich haben die Geister passend zu ihrem Outfit natürlich ein Skelettschild. Was total Sinn macht. Jetzt will ich erstmal kurz mit der Tante nochmal sprechen. Dieser Bauer. Da ist er. Und ich verkaufe einen Hammer. Oh, was willst du denn jetzt? Warum muss auch direkt neben dieser blöden Schnöpfe... Hey, das habt ihr gut gemacht. Ich sitze hier noch eine Weile fest, aber ihr habt schon mal für einen guten Anfang gesorgt. Hat ihr wieder das für unterwegs? Baradin Familienwappen, Heilkraft plus 3, ein Hammer. Baradin Familienwein. So, warte mal. Was verkaufen können wir doch mal hier ein bisschen, oder nicht? Verkaufen kannst du fast alles eigentlich. Schrott verkaufen, das ist das Nützlichste für fast jedem Spiel. Ich weiß noch, wie diese ganzen. Oh, 5 Rohleder, ich brauche eigentlich noch gar nichts davon. Also alles verkaufen, erstmal was man zum Handwerk braucht. So, die beschlagene Hose brauche ich auch nicht mehr. Ich habe zweimal beschlagene Hose. Ja. Dieser alte Holzbogen kann weg. Räder drehen sich weiter. Die Schwerter behalten wir mal. Kupfer erst behalten wir auch, auf jeden Fall. Das gibt's doch nicht. Diese doofen Bogenschützen. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Okay, die Hose habe ich noch an. Aber wieso ist alles so komisch? Ich hätte eine komplett andere Farbschema gehabt. Okay, weiter geht's. Auf zum nächsten. Was ist das? Das sind Zwiebeln! Oh mein Gott! Ich will Zwiebeln! Erstmal will ich den Wegpunkt hier markiert haben. Okay. Ach, so kann es aus. Wegpunkt? Ach da. Den Lufthaken. Entschuldigt, Belagerungsmeister, aber Ruhe. Ihr werdet euren Fehler wieder gut. Ja, wo bist du hin? Ach, da bist du. Papa, ihr habt den Stein, den... Wegen dieser unerwünschten Widerworte geht ihr mit und helft beim Tragen. Ja, gut. Ja gut, hab ich gesagt, dass das böse ist. Wo willst du denn hin? Ich dachte, wir könnten mal hier so ein bisschen gucken, was hier so ist. Wir sind jetzt wieder am Anfang. Echt? Aha, das ist das Dorf Rauchheim. Die haben wir angefangen. Ach, tatsächlich. Ich würde an eurer Stelle lieber nochmal drüber nachdenken, ob ich zu diesem Tor rausgehe.
Ihr verfügt noch nicht über die Fähigkeiten, um zu überleben, was dahinter wartet. Ich bleibe lieber noch hier. Hör auf zu sterben, Perol! Gibt's doch nicht. Sie müssen so früh was fressen haben wollen. Charkan! Ey, Charkan! Kommst du rein? Mutter hat Essen gemacht. Das sind die Vögel. Ach, guck mal, wir müssen das verteidigen. Na, was doch. Es tut mir wahnsinnig leid, Leute, dass ihr jetzt die ganze Zeit die... im Hintergrund habt. Aber ich kann es gerade nicht abstellen. Spieß! Nehmen! Yeah! Ins Gesicht! Hiermit kämpft man heutzutage. Kleinen Lappen. Ich werde euch mit meinem Mittagessen verprügeln. Was hast du denn da? Ich hab eine Fleischkeule in der Hand. Das ist ein Huf oder... Alter, das ist ein Huf! Das ist ein Bein! Wen hast du denn getötet? Ich hab keinen getötet, das stand da oben beim Spieß. Stand drauf. Ich kann sogar essen! Stellt Lebensenergie und aus wieder her. Ja, haut mit einem Fleischbrocken auf einen armen Gegner ein. Was ist das denn für ein Scheiß? Erst errichten wir ein vorgeschobenes Lager, dann zerstören wir die Steine. Ihr müsst nur wissen, dass Geister diese Ach, ich kann die Fackel da reinstecken. Spielzeug wegnehmen. Okay. Jetzt habe ich eine Begleitwaffe Fackel dabei. Oh, was ist hier los? Ja, das ist ja dieses Event, den doofen Troll. War schwer. Wieso soll ich jetzt eine Fackel werfen? Werf eine Fackel! Ich werf eine Fackel auf den Waschbären! Yeah! Boah, was war das? Aber warum habe ich jetzt keinen Bogen? Ich kann nur eine Waffe tragen. Wie selten nehme ich das denn jetzt? Ja, okay, mit Bogen eine zweite Waffe irgendwie zu tragen ist scheiße, das ist schon richtig. Als Nahkämpfer eine zweite Waffe tragen, das ist sinnvoll. Zerstören. Die Gespräche sind cool. Haufen glitzernder Staub. Ja, jetzt haben wir auch sogar Feenstaub. Yeah! Oh, da sind Artefakte. Alles hier, B. Vor allem Fies Kupfschläger. Wer ist denn Fies Kupfschläger? Ist das hier Fies Kupfschläger oder was? Spuckschlechter. Die müssen wir das verteidigen, okay. Das ist eine Frau. Ach so, sie. Hab ich doch gesagt. Jetzt sag ich, was du bist von mir willst. Bäuerin, Alter. Schnauzenfrau. Also, diese Fights geben aber viel XP, das ist das Gute dran. Und ein Level Up. Oh, mir fehlt einfach so eine flächendeckende Attacke, Alter. Ich kenne das mir auch. Boom, unsichtbar bin ich jetzt. Besuchen. Nein, danke. Besuchen. Nein, danke. Boom, Alter. Zum Bodenschall. Alter, hier fliegt alles am Polygon durch die Gegend. Nein, er verliert Schädel. Schaden. Maschinengewehr ausgepackt. Einmal hatte ich so geil gemacht, da hatte ich zwei Gegner vor mir. Direkt nebeneinander, also hintereinander stehen. Ein abgeballt, der ist gestorben, aber mein Maschinengewehr ging weiter, hat aber auch den anderen getroffen dadurch. Das war mega sweet. So, wollen wir mal kurz den Wegpunkt hier aktivieren. Hier ist unser Ausgangspunkt. Schlagt ein Lager auf. Tarnt es so gut. Gold, perfekt. Das ist schon mehr. Das ist ja spitze. Ich bin zwar noch unerfahren, aber ich wollte mich beweisen. Okay, das war jetzt ein anfängliches. Noch habt ihr mich nicht überzeugt. Ja, Gold, sehr schön. Händler, der verkauft Lederbeutel. Wo denn? Welche? Der da. Die dumme Olle, die sich hier bewegt. Bleib doch mal stehen. Ja, was dann? Bleib doch mal stehen. Alter. Kaufen. Ja, damit. Wie viel kann ich denn davon kaufen? Ich glaube, insgesamt 4 Stück kannst du besitzen. Ja, insgesamt 4 Stück kannst du besitzen.
Damit habe ich jetzt 3 insgesamt, das reicht erstmal. Ja, habe ich mir auch gerade gekauft. Inventar. Für den Preis. Ja, damit, Alter. Oh, was ist das denn? So, jetzt habe ich 3 Lederbeutel und einen Anfängerrucksack. Ich hoffe, ihr habt genug Nahrung sowas eingepackt. Oh, upsala. Ja, okay, jetzt habe ich das nächste Event ausgelöst. Mach denn das. Oh, wir haben das da hinten noch nicht mal richtig beendet, das Scheiß hier. Was? Da hinten ist ein Herz noch nicht so wirklich aufgefüllt. Bei mir ist jedes aufgefüllt gerade. Bei mir nicht andersweise. Dann machen wir noch fix das und dann gehen wir rüber zu deinem. Ja. Ich hoffe, ihr habt genug Unterwäsche und Proviant mit dabei. Nein, mein Rucksack ist voll mit Action-Fan-Figuren. Action-Man, du wirst ein Held in deiner Welt. Schurk ist auch mitgeleitet. Ich hoffe, wir treffen auf unserem Weg irgendwelche wilden Pokémon. Aber das tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber in unserer Welt gibt es keine Pokémon. Ach, und warum habe ich denn diese Pokédex gekauft? Weil ich der Verkäufer tierisch verarscht hat. Scheiße. Oh, hier. Dann kann ich ja diese tollen Pokébälle in den Arsch schieben. Du kannst ja auch mir in den Arsch schieben. Was ist das denn hier? Das haben wir erledigt. Was ist das hier? Was haben wir denn hier? Leder Aqua. Irgendwas, Verteidigung 8 oder halt eine vitale Dampfsperrschleuder. Okay. Ich glaube, Sperrschleuder, ist das was für mich? Gehen wir einfach nochmal drüber, dann steht das, was das ist. Ja, es steht vitale Dampfschleuder, Verstärkung, bla bla bla, 13 Vitalität, freie Aufwertungsplatz, Skin gesperrt, Dampfsperrschleuder, Edel, Harpunschleuder, zweihändig, erfordert Stufe 8, sinngebunden bei Erhalt. Ist Unterwasserwaffe. Eine Unterwasserwaffe? Es gibt auch Unterwasserkämpfe. Oh, aber ich habe noch keine Lederrüstung. Sprich für Kopfrüstung ist das, okay. Oh, das ist echt eine... Einer weniger. Keine Frage, keine Ahnung, was ich nehmen soll, ey. Werf eine Münze? Ich werf eine Münze. Ich weiß ja nicht, ob du gerade eine da hast oder so. Okay. Bei... Oh, wir haben fast eine Stunde rum. Oh. Bei Zahl ist es Sperrsteuer, bei Kopf ist es... Helm. Kopf, Helm. Okay. Nehmen wir den Helm. Ach, beides! Oh. Ja, annehmen. Dann krieg ich halt beides, ist mir auch egal. Coolio, Helm! Kann ja aufsetzen und so. Ich würde sagen, das mache ich auch. Den kann ich nicht aufsetzen, warum nicht? Level? Steht ja nicht. Ach, man kann ich vielleicht edle Rüstung noch nicht tragen? Doch, hab ich doch letztens freigeschaltet, dass ich edle Rüstung tragen kann. Hm. Bullshit! Vielleicht nicht, weil wir gerade im Kampf sind. Wie bescheuert ist das denn? Vor allem ich bin nicht mal ansatzweise irgendwie in eurer Nähe. Oh, du bist da ganz hinten. Richtig. Oha. So, versuch's jetzt einmal. Nee, ich kann's nicht anziehen. Vielleicht weil ich kann vielleicht keine edle Rüstung, warte mal doch. Warte mal, Mittelrüstung, Brustrüstung, mittlere Handrüstung, Mittelbeinrüstung, Mittel dies, Mittel das, Mittel jenes. Vielleicht kann ich keine edlen Rüstung tragen, was verschwassen nicht wäre. Aber geht nicht. Au! Wo ist denn mein Trupp? Wir sind alle tot. Lass mich verarschen. Hm? Wo seid ihr denn? Du bist du wieder woanders? Seid still. Ach, hier seid ihr, hallo. Gesundheit. Okay. Baller doch endlich. Dann haben wir noch eins. 61, 60, 55, 56. Du machst so viel Schaden mehr als ich, ey.
Ich habe auch einen sehr guten Bogen gefunden damals. Glücklicherweise. Ich muss mich mit einer billigen Waffe rumschlagen. Sollst du mit der Waffe nicht schlagen, sollst du Zauber damit auswirken. Nee, das ist so anstrengend. Da muss ich ja noch die Formel wissen. Zum Glück gibt es ja kein Mana. Boah, das wäre echt Hammer, ey. Oh, was ist denn das da hinten? Und entdeckte Sehenswürdigkeiten, okay. So, nu? Das war's. Gold. Treffen wir uns im vorgeschobenen Lager. Und achtet darauf, dass der Feind euch nicht folgt. So. Jetzt musst du vor, weil ich weiß nicht, wo dein halbes Herz ist. Ich muss selber jetzt erstmal gucken, wie wir hier überhaupt wieder rauskommen. Oh, gehen wir halt so raus. Geht das nicht? Alter, ich seh nix! Hä? Kamera! Wow! Was passiert? Ne, das ist die Explosion von der Quest gerade, das ist nichts. Scheiße. Am besten nehmen wir mal die Treppen. Hä? Wer geht? Guck mal, ich benutze doch keine Treppe. Ich gehe auf den Zaun, ist so viel einfacher. Ja. So, den machen wir noch platt. Oh, der hat einen Bogen dabei, vielleicht kriege ich den Bogen, ja. Am besten noch den Geisterbogen. Ich ah, nee, warte, da war Staub drin. Ja, hab ich auch. Wahrscheinlich aus dem Arsch gepopelt oder so. Mm-hmm. Neues oh. Event. Ja gut, jetzt sind wir einmal dran. Müssen wir hier safen, wa? Mal wieder. Arschregionsheld. Dass er nicht automatisch einfach weiterballert, der Typ, dass ich jeden einzelnen Gegner anklicken muss. Bam! 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 Boah, wie viel Glitzerstaub krieg ich denn noch hier? Ja, da kriegst du genug für dein ganzes Leben. Ja. Oh mein Gott! What the fuck ist hier denn los? Maschinengewehr! Boah, ich bräuchte echt so ein. Bam! Ich bräuchte einen Flächenskill of Doom. Echt mal, Alter, ohne Flächenskill sind echt gerade echt beschissen. Echt, echt. Deswegen spielen alle Leute einen Krieger. Weil er schon mit Level, gefühlt mit Level 1 schon 3000 Flächenskills hat. Oh, wie viel Glitzer. Alter Schwede, wie viele Monster. Ja, das Event ist versaut. Ja, ist es auch. Wir sind einfach zu wenig Leute. Ja. Oh, ich hänge hier an einem scheiß Soundfall fest. Hört auf damit. Baller die da ab. Attacke. Okay, wir haben Gold gekriegt. Hä, hey, es ist doch gescheitert. Wieso kriegen wir Gold? Vielleicht haben wir es gerade so noch geschafft. Okay, das wäre doof. Das ist merkwürdig. Aber Hauptsache erstmal die ganze. Ganzer Staub? Ja, ich kann nicht bald drin baden. Oh, ich hab eine Kiste bekommen. Oh, schwarze nice. Löwentruhe. Pistole habe ich. Und 10 Dingens. Ey, das ist jetzt nicht. Das ist ja ein Ernst. Ich krieg eine schwarze Löwentruhe, ne? Ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast. Nope. Und um die Kiste zu öffnen, brauche ich etwas aus dem Cash Shop. Na super. Was ist das asoziale? So, warum leuchtet das denn hier irgendwie so komisch auf meiner Map? Das habe ich auch. Unentdeckte Sehenswürdigkeiten. Aber jetzt die. Ich krieg jetzt gerade eine Geschlechtskrankheit. Ja, ich weiß nicht, ob du das hörst, aber die doofen Nachbarn sind wieder am Hämmern. Ja, ich hör's gerade. So. Ich hab's geschafft, komischerweise. Ich kenne euren Namen, Elijah. Mit eurer Erlaubnis würde ich gerne eure Legende verbreiten. Ihr habt uns einen Dienst erwiesen und wir sind jetzt unserem Ziel, die Geister für immer zu vertreiben, einen Schritt näher gekommen.
Ich habe einen Flächenskill. Yay, geil. Das weiß ich zu schätzen. Gab es in letzter Zeit etwas Bemerkenswertes? Oh! Oh? Sondern hier. Okay, cool. Zwei Langbogen. Ich habe einen Langbogen, 193 zu 179. Und der Schafsschweif-Langbogen hat auch 153 zu 179. Meiner gibt plus 12 Kraft, der andere plus 12 Zustandsschaden. Okay. Und da steht, aus dem Schweif eines Verschlingers erschafft worden. Aus dem Schafschweif meinst du? Also, ja, die sehe ich auch gerade bei mir. Aber ich kann die leider ja nicht gebrauchen. Nee, ich auch nicht, aber... Also trotzdem nice. Kugelblitz, warum soll es hier weiterhin Pansanten erschrecken, wenn es zu etwas Gutem verwendet werden kann? Obelisken-Kugelblitz. Aber dieser Langbogen, wenn ich das jetzt wüsste, ne, ob der jetzt was bringen würde. Aber ich glaube, 12 Kraft ist ein bisschen cooler. Klar, Schaden geht am Anfang auf jeden Fall immer. So, warte mal hier, ich weiß nicht, was ist das denn hier? Aber ich kann eine edle Fackel halten. Deswegen wundere ich mich, warum ich jetzt immer noch nicht Dinges halten kann. So, weißt du was, die Fackel verkaufen wir. Winzige Pfannenzähne verkaufen wir auch. Fiole mit schwachem Blut können wir auch verkaufen. Winzigen Totem behalten wir mal, es ist für Waffenschmiede und sowas. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Ach, da haben wir nochmal Fertigkeiten, oh Gott. So, wir sind jetzt schon über eine Stunde drüber. Ich würde sagen, das Ganze beenden wir jetzt. Wir beenden jetzt diese Folge. Ich glaube, wir würden gleich noch ein bisschen weiter aufnehmen, oder? Ja, würde ich jetzt sagen. Ja, aber dann würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal diese Folgeaufnahme. Und sehen uns dann demnächst in der neuen Aufnahme. Bla bla bla. Gerne, wie gesagt, in die Kommentare schroten, was ihr sehen wollt, wie ihr was sehen wollt. Dementsprechend handeln wir dann auch. Yay! Dementsprechend werden wir dann handeln. Und ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!